Hi Leute, bin heute mal wieder da mit einem Video. Diesmal ein Tauschpäckchen wieder, aber eins der besonderen Art. Ein Glitzertauschpäckchen. Und zwar habe ich das aus dem Forum Die Bastelelfe. Da habe ich gefragt, ob jemand Glitzer abgibt. Und ja, und sie hat mir angeboten, entweder gegen Geld oder gegen Tausch. Und da haben wir gemacht gegen Tausch. Ich schicke ihr dann ein paar selbstgemachte Sachen dafür. Und mal gucken, was hier alles so drin ist. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viel ist. Das ist ein richtig großes Paket. Ich habe schon mal das Packpapier abgemacht, weil sonst können wir ja nicht richtig reingucken. So, und dann machen wir das mal auf. Und mal gucken, was wir da so drin haben. Ich habe hier gleich erstmal einen Brief. Ich lese mal kurz. Das kann ich bestimmt alles gebrauchen. Und Spaß werde ich bestimmt auch damit haben. Also freut mich, dass du dich gerne überraschen lässt. Also ich mache dir richtig schöne Sachen. Ich hoffe, du freust dich sehr darüber. Ja. Dann gucken wir mal rein. Dann erstmal die Folie raus. Und dann haben wir. Springt mir gleich was entgegen. Sind so eine, ja, Acrylperlen, eine Perlen auch nicht, so Deko-Blumen. Hobby Fun Acrylblüten. In Gelb. Sind noch ein paar Herzchen drin. Die sind schon mal cool. Sind auch ein bisschen verschieden hier, so ein Muster. Cool. Die sind gut für Deko denn. Die sind toll. So, das gleiche nochmal in Rot. Ne, Nougat steht da drauf. Nougat. Ja, so braun eigentlich. Auch die gleichen Muster. Schick. Ja, die gefallen mir echt gut. Dann haben wir hier gleich so eine Mischtüte. Mit allem möglichen Zeug drin. Gehen wir mal rein. Sind hier so Streudeko, Engelchen. Ja, sind noch mehr Engel drin. Sind so eine großen Engel. Sieht man jetzt schlecht. Da. Cool, Dankeschön. Habe ich noch nicht. Aber das ist auch toll, was hier drin ist. Hier sind so ein paar Perlen drin. Mal vorsichtig sein, dass wir die nicht mit rausholen. So kleine orange Rokaliperlen. Dann. So ein paar Muscheln. Also Seesterne sind jetzt hier. Sind cool. Dann so eine längliche Muscheln. Und solche Muscheln. Die gefallen mir. Die kann ich gut nehmen zum Eingießen. Ach Gott. So eine kleine Trolleys. Hier eine mit Geige. Die haben wir früher ja auch alle gesammelt. Cool. Einmal in Pink. Und dann haben wir noch einmal einen in Blau. Mit einem Schal. Muss man jetzt mal die Haare kämmen hier. Cool. Ah, und grün haben wir auch noch einen. Mit einem Tennisschläger. Die sind auch gut für Deko, denn. So, dann hier so eine Blüten. Jo. Wo ist sie? Da ist sie. So. Ganz viele davon.
Und dann haben wir hier nochmal so ein. Ja, nochmal den gleichen in Grün mit dem Tennisschläger. Haben wir hier so ein Holzteil mit so einem Klebepunkt. Marienkäfer, Kleeblatt. Dann hier noch ein Marienkäfer. Ist auch niedlich. Hier flattern schon überall die kleinen Perlen rum. Die Teile sind ja auch toll. Ich muss erstmal die Perlen aufsammeln. Jetzt flattern mir die gleich überall rum hier. So. Dann habe ich die Perlen eingesammelt. So, dann gucken wir uns mal diese Teile an. Die sind ja mal richtig schön. Die sind ja toll. Das ist auch so Gießharz. So eine Muschel drin und dann so Blüten und so ein Zeugs. Die sind toll. Die würde ich auch immer so gerne mal machen, aber ich kann das nicht. Ich habe so eine Form nicht und ja. Aber die sieht echt toll aus. Ich glaube, die nehme ich eher als Schlüsselanhänger. Die sind echt toll. Der ja auch. Oh, guck mal. Der ist schön. Cool. Also ich glaube, die Katze kommt schon wieder um die Ecke. Die ist immer so neugierig. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen hier. Boah. Hier sind so Herzchen drin, ne? Weiß jetzt nicht, ob das Perlen sind. Steht da drauf. Glasherzen irisierend. Also es scheint wohl so Deko zu sein. Ich möchte mal aufmachen. Da müssen wir mal reingucken. So, komm. Also, das ist nicht so einfach. Ich mache das mal kurz hinter der Kamera. So, jetzt habe ich sie auf. Ach, das sind so eine Halbherzen aus ja, Glas, so wie drauf steht. Irisierend. Ja, die sind schick. Nicht schlecht. Gefällt mir. Dann in verschiedenen Farben. Rot, blau, grün. Auch so zwei verschiedene Blautöne. Also die sind toll. Die sind super geeignet für Deko, denn. Cool. Miezi. Das ist meine Mieze. Miezi, geh mal. Komm hier. Da ist. So. Hier sind so Schmetterlinge drin. Ich glaube, einer ist kaputt, aber zwei sind auf jeden Fall noch in Ordnung. Die sind auch cool. Vielleicht kann man den Flügel auch wieder ankleben, wenn ich das sehe. Kann ich auf jeden Fall noch benutzen. So. Jetzt haben wir hier eine große Kiste voller Blitze. Also, das sieht schon sehr multi aus. Ich mag das. Oh, ich mag das gar nicht aufmachen. Da kommt alles Glitzer raus. Oh mein Gott. Also nachher heißt es erstmal sauber machen. Ist alles voller Glitzer. Das schöne Glitzer. Fluttert alles raus hier. Mal ganz vorsichtig rausholen. Oh, da
Das ist ja cool. Schaut mal. Das sind genau diese Herzen, habe ich gesucht. Das sind diese irisierenden Herzen. Denn hier Silberherzchen. Das gleiche in Gold. Und nochmal in Rosa. Oh, die sind toll. Die sind richtig toll. Dankeschön. Cool. Und nachher nur erstmal alles vom Glitzer befreien. Also, ja, das sieht sehr multi aus. Gucken, ob man das noch auffangen kann. Aber das ist cool, das Teil. Das gefällt mir. Deswegen. Die sind alle nicht so. Das flattert alles raus da. Also da muss ich noch irgendwas machen. Jedenfalls ist hier Silber da drin. Und dann so weiter gucken. Hier haben wir ja so Fliederrosa. Dann grün. Dann haben wir hier Gold. Das ist sehr feiner Glitzer. Dann Silber. Also ich glaube, mit Silber kann ich mich jetzt schon totschlagen. Ja, gerade so Weihnachtszeit. Hier ist noch ein bisschen Blau drin. Leider nicht mehr viel. Rot. Dann nochmal so ein Lila. Dann hier ein ganz kleines bisschen. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist so ein Multi. Ja, das ist so Multi drin, da ist auch Rot drin und ich glaube, da ist das meiste rausgefledert, weil das alles so Multicolor ist hier. Ich glaube, da mache ich das auch wieder rein. So, dann haben wir hier, was ist das für eine Farbe, so kupferähnlich, aber trotzdem irgendwie irisierend. Alle möglichen Farben. Ist auch schick. Habe ich auf jeden Fall noch gar nicht. Hier wieder mal Gold. So, ja, Silber ist das auch nicht. Ist eher so ein bisschen Multi auch. Glaube ich. Oder doch nur Silber. Und ein paar Röhrchen. Hier in Samtfarbe. Und in Rot. Und eins sehe ich noch. Da sind noch so kleine Strasssteinchen drin. Oder? Sind das Strasssteinchen? Ne, das sind so ganz kleine Glitzerpunkte. Habe ich auch noch nicht. So, den wurde mal ganz vorsichtig ein Stück weiter. Da muss ich nachher erstmal noch das ganze Glitzer auffangen. Ich bin schon total voll. Das sieht gut aus dann heute hier. So, und dann kommt noch diese riesen Kiste. Ich zeige euch gleich. Hier. Riesen Sortierkiste mit allem möglichen Kram drin. Das ist auch nicht schlecht. Macht man, ja, macht man von hier auf. Mal gucken. Oh Mann.
Also hier haben wir schon mal ganz viele Sternchen drin. Seht ihr ja? Hier so eine Strasssteinchen in allen möglichen Farben und Größen. Auch nochmal Strasssteinchen. Strasssteine und Sternchen. Dann haben wir hier so Herzen. Das ist dann in rosa und in rot. Verschiedene Herzen, verschiedene Größen. Die sind auch schön. Dann. Oh Gott. Mal gut aufpassen hier, damit nicht alles rausflutscht. Mensch. Das sind so. Ja, auch so Strasssteinchen in Silber. So als Herz. Sind auch schick. Hier da rein. Da haben wir hier noch ein paar solche Blüten drin. Die habe ich auch. Nicht alles rumfliegen hier. So. Dann haben wir hier nochmal ganz normale Streudeko in Silber und Rot, so eine Herzchen. Das ist auch schön. Und dann haben wir hier, haben wir hauptsächlich dann drin so, ja, so Buchstaben. Das ist auch mal cool, das kenne ich noch gar nicht. So. Ist auch cool. Also da kann man sich dann den eigenen Namen damit machen, das finde ich toll. Ist vor allem echt super fürs Wesen. Dann. Hier haben wir. Ja, so verschiedene Sachen. Da sind so ein paar Blütenstrasssteinchen drin. Hier ist so eine Blüte. Da auch noch. Eine viereckige. Da so eine Rauten. Dann sind da auch drin Halbperlen, sehe ich. Hier. Solche Halbperlen. Und Raindrops sehe ich auch hier. Diese kleinen Tropfen. Die habe ich auch in allen möglichen Farben. Jo. Ein Mischbeutel. Ist auch schick. Flattert alles rum drin. Hier sind so Blüten mit Klebepunkte drin. Da sieht man sie. Ist gut. Alles so lila. Die gefallen mir auch. Hier. Ja, dann geht es weiter. Erstmal ein bisschen rüber sortieren hier. Ich weiß gar nicht, wo hier was hingehört. Hier sind so Klammern, Plastikklammern, kleine zum Dekorieren, irgendwas zumachen. Finde ich cool, die habe ich auch. Dann haben wir hier drin ja, diese Herzchen, die wir vorhin schon hatten in Silber, die haben wir jetzt in Rot.
Die sind auch irgendwie cool. Der Beutel ist auch irgendwie cool. Aha. Gut. Dann haben wir hier drin noch so ein Beutelchen mit hauptsächlich silbernen Blüten, Strasssteinchen. So. Dann nochmal so ein Beutelchen mit gelben Blüten. Ja. Da haben wir dann so diese Blüten. Ein paar Buchstaben, hier so eine Sterne. Kriege ich jetzt gar nicht hoch. So eine Halb. Ach nee, das sind auch so Strasssteinchen. Die sind auch cool. Da habe ich ein paar Stück habe ich davon. Ein paar Herzen sind drin. Ja. Dann haben wir hier ein bisschen Streudeko, so Sterne in Silber und Blau. Dann muss ich mal so ankippen. Auch überall das gleiche drin. Ist alles durcheinander geraten, das muss ich sortieren. Dann hier so ein bisschen Schleifband drin, ein paar Pailletten. Das ist, glaube ich, noch so ein Papier, was man benutzen kann. Das auch. Ein paar kleine Strasssteinchen noch in Silber sind drin. Dann haben wir hier. Ja, auch alles Mögliche. Hauptsächlich runde Strasssteinchen, verschiedene Größen, Farben und dann Quadrat. Okay. Dann haben wir hier ein paar Röhrchen drin. Einmal so Sternchen in Gold. Genau so ein Röhrchen habe ich auch schon. Ich finde die so toll, die kann man ja jetzt zu Weihnachten gut gebrauchen. Dann hier so Herzen. Rot. Dann nochmal Sterne in Silber. Ist auch cool. Und, oh mein Gott, die habe ich mir gerade gekauft. In Bastelladen bei uns. Die musste ich unbedingt haben, wo ich die gesehen habe. Jetzt habe ich noch ein Röhrchen davon. Das ist ja toll. Die schimmern so irisierend. Die sind cool. So. Dann habe ich hier nochmal so eine Blütensteinchen wieder. So Silber sind das noch. So, dann haben wir hauptsächlich hier auch drin wieder diese Blüten. Ich glaube, die gehören auch hier rein. Ja. Dann haben wir hier. Ja. Strasssteinchen wieder in Herzenform. Alle möglichen Farben und Größen. Wieder da rein. So, hier haben wir dann so Bärchen, Strasssteinchen. Die sind ja auch mal niedlich. Die sind schick. Cool. So. Haben wir dann noch. Hier haben wir noch mal so ein Kleeblatt. Mit einem Marienkäfer drauf. Das ist auch cool, das gefällt mir. Kann man da jetzt im Frühjahr, kann man das gut nehmen. Oder vielleicht auch zum Abformen. Müsste auch gehen. Ja. Dann haben wir hier. Ja, so ganz kleine Strasssteinchen. Bunt.
paar Stück noch. Also wirklich fast alles alle. Also wirklich nur die paar drin. Ah, ja, cool. Darin. Da war nicht mehr drin. Hinten auch nicht mehr. So. Jetzt haben wir hier halb Perlen. So in so einem irisierenden Ton irgendwie. Sind auch schick. Habe ich auch ein paar schon von. Verschiedene Größen ist auch gut. Ich habe wirklich nur größere. Ich habe nur, ich glaube, diese Größe, die gelben hier. So. Dann ist hier noch ein Sticker drin. Den kann ich auch noch toll eingießen. Der ist schick. So ein Herzchen. Dann haben wir hier so kleine Fläschchen drin. Einmal Mikropellen in lila. Die sind cool. Die gefallen mir auch. Dann haben wir. Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Mini-Strasssteinchen sind. So klein wie die sind. Sind jedenfalls in Silber. Der Silber so irisierend auch. Dann habe ich hier so in Grün kleine Blüten. Dann Herzchen und Rosa. Dann hier so Blüten in Gelb. Schick. Dann haben wir hier noch so, ja, Herzchen in Blau. Hellblau. Dann haben wir kleine Strasssteinchen in so Flieder. Strasssteinchen sind das auch gar nicht. Das ist so ein Hologlitter irgendwie. Das ist auch cool. Dann das gleiche nochmal Gold. Sehr schön. Dann haben wir kleine Sternchen in so grün. Die sind auch schön. Da ist was runtergefallen. Ich muss sammeln. Haben wir hier so kleine, ja, Steinchen, Mini-Steinchen in grün. Ja, grün auch nicht, türkis eher. Da nochmal Mini-Perlen im Pink. Die sind auch schön. So, da nochmal Sternchen in so Kupfer. Kupfer. Ganz schön. So, dann haben wir hier hauptsächlich so Pailletten. Also so Streudeko. Verschiedenen Farben. Ich mache mal ein bisschen was auf die Hand. Seht ihr das? Hier. Das ist in dem letzten Fach dann drin. Und hier habe ich noch einmal so ein Moosgummi hier jetzt. Cool. Und da sind echt schöne Sachen bei, muss ich sagen. Gefällt mir alles total. Kann bestimmt alles gebrauchen. So, ja. Dann würde ich sagen, ich mache mich ans Aufräumen. Und sag's zu euch, tschüss, bis zum nächsten Video.